Drücker. Ja. Ich freue mich sehr, Herr Stefan Müller auf unserem MAP-Festival begrüßen zu dürfen. Herr Müller, vielen herzlichen Dank, dass Sie für uns die Zeit gewonnen haben. Herzlich willkommen im Namen von MHP. Herr Müller ist CFO von Paul Hartmann. Paul Hartmann ist ein führender Hersteller von Medizin- und Pflegelösungen und möchte sich fit machen für die Zukunft und hat ein Programm namens Shape aufgesetzt. Ich bin extrem stolz, dass wir als MHP Paul Hartmann als Partner bei dieser Business-Transformation und Einführung von S/4HANA unterstützen dürfen. Demzufolge freue ich mich riesig auf Ihren Vortrag, Herr Müller. The stage is yours. Ja, ganz herzlichen Dank und ja, herzlich willkommen von meiner Seite. Ich bin sehr impressed, ja, wie dieses Festival hier aufgezogen ist, zum ersten Mal für mich. Und ich will tatsächlich ein bisschen was erzählen über die digitale Agenda von Hartmann. Hartmann ist ja ein Unternehmen in Heidenheim. Heidenheim ist in Schwäbisch-Sibirien, wie wir sagen. Ja, das heißt also eine Stunde ungefähr von hier entfernt. Es ist auch sehr warm hier, das ist bei uns selten der Fall. Wir haben aber keinen Schnee mehr. Also, freut mich sehr. Ich will ein bisschen einführen zunächst mal und nicht langweilen zu mir selbst. Aber es ist immer ganz gut, wenn man versteht, wo jemand herkommt, weil dann kann man einen Eindruck besser vermitteln oder einordnen, warum ich vielleicht Dinge so sehe oder so sehe. Also zunächst mal bin ich tatsächlich auch selber in der Region Heidenheim aufgewachsen, also genauer gesagt in Aalen. Kenne also insofern Heidenheim schon vor der Zeit von Hartmann. Habe da auch studiert an der dualen Hochschule in Heidenheim. War dann noch bei den Chartered Financial Analyst gemacht und bei der INSEAD in Fontainebleau und Abu Dhabi und Singapur und bin dann beruflich zunächst mal eingestiegen ins Asset Management, das heißt sowohl für High Network Individuals, also für sehr reiche Menschen, dann später in institutionelle Kunden, das heißt also Fondsmanagement und dann Fondsmanagement für jeden quasi, also Mutual Funds, Publikumfonds, die jeder kaufen kann und war dort in München, London und in München. Und bin dann zu Zeiss gegangen, also wieder zurück in die Heimat, nämlich nach Oberkochen, wo Zeiss nun mal Headquarter hat. War 17 Jahre in Summe bei Zeiss, bin dann auch noch mal 4 Jahre in der San Francisco Bay Area gewesen, also das heißt im Silicon Valley in Mountain View gelebt, also in Walking Distance zu Google, was ganz gut ist, wenn es um digitale Themen geht, weil wenn es um digitale Themen geht, das konnte ich dort auch erfahren, dann ist natürlich das kein schlechter Ort. Ich war in der Zeit CFO von dem Standort und auch für einen Teil des globalen Geschäfts. Bin dann aber auch in eine andere Rolle gekommen, komme ich später dazu. Dann seit 2 Jahren bin ich zu Hartmann gewechselt, in die Rolle, die beschrieben worden ist. Also ganz großer Schritt von Oberkochen nach Heidenheim, also jeden Tag immerhin 10 bis 15 Minuten länger fahren. Das ist natürlich eine Herausforderung, aber bisher sieht es ganz gut aus. Die Rollen, die ich da in der Zeit begleiten durfte, waren natürlich viele Finance-Rollen, aber auch Leitung von Strategie bei der Meditech von Zeiss und auch mal die M&A-Geschicke leiten von der Zeiss-Gruppe und auch Digital Transformation Officer. Und das war eine sehr inspirierende Zeit, muss ich sagen. Das war die erste Rolle, die die Meditech in der Form hatte. Und das in der Kombination mit quasi Sunny California, hat einige Eindrücke auch bei mir hinterlassen. Ich kann mich nur gut erinnern an die Zeit in San Francisco Bay Area, wo es um, da habe ich zum ersten Mal jemanden kennengelernt, der war Chief Storyteller. Also es gibt also auch schöne, interessante Jobtitel. Und ich wusste nach dem Gespräch dann aber auch, was ein Chief Storyteller ist, weil er hat wirklich gut erzählen können. Und es war im Grunde der Mitgründer von IDEO, also viele von uns arbeiten ja, glaube ich, mit Design Thinking, also es war einer der 2 Carey-Brüder und das war, hat jedenfalls sehr großen Eindruck auf mich hinterlassen und hat mich vielleicht auch beeinflusst in das, zu den Themen, was ich dann auch nochmal ein bisschen erzählen will. Ganz kurz vielleicht nochmal zu Hartmann. Hartmann ist 200 Jahre altes Unternehmen, Headquarter in, wie gesagt, Heidenheim, 10.500 Leute, 2,3 Milliarden Umsatz. Wir sind wesentlich tätig im Bereich Inkontinenz, Wunde, aber auch Risk Prevention. Ich zeige nachher nochmal ein paar Produkte, die jetzt nicht so wahnsinnig digital sind, aber nichtsdestotrotz. Und
im Grunde geht es darum, dass wir die Outcomes unserer Kunden, sei es jetzt Patients, sei es jetzt Healthcare Provider, verbessern. Das schreibt natürlich zunächst mal jeder hin, aber es geht uns wirklich darum, das auch messbar zu tun. Und das ist auch das, was das Gesundheitswesen, denken wir, dringend braucht. Das sind diese digitalen Produkte, die wir haben. Ne? Also ganz links sehen Sie Kneipp. Im Übrigen, das ist vielleicht nicht allen Teilen bekannt, aber Kneipp gehört zu Hartmann. Und ich bin selber mittlerweile ein passionated Nutzer quasi dieser Produkte. Also ich kann nur empfehlen, dass wenn Sie sowas mal sehen, probieren Sie es aus, wirklich toll. Ich hoffe nicht, dass Sie jetzt schon ausprobieren müssen, das was in der Mitte ist, nämlich Molicare, also das ist für die Inkontinenz. Aber sind Sie sicher, wir kriegen die meisten von Ihnen, ja? Hoffe ich. Wir haben natürlich auch noch andere Produkte, nämlich Sterilium. Also Sterilium habe ich heute schon mal gesehen bei der Maske. Und das ist auch ein Brand, glaube ich, den man gut kennt. Dann haben wir das Thema Wunde, also Cosmopor hier ist ja angezeigt. Und wir haben natürlich, wir sind alle ein bisschen geprägt von Corona, wir haben natürlich auch Masken, hoffen wir, dass wir die nicht mehr so häufig brauchen, und Handschuhe und alles Mögliche. Also in Summe 20.000 verschiedene Produkte. Bevor ich jetzt irgendwie in diese Hartmann-Welt einsteige, vielleicht nochmal zwei, drei Datenpunkte, wie sich das Gesundheitswesen im Moment darstellt und was auch die Herausforderungen sind, die natürlich auch auf uns starke Wirkung haben. Demografie, ich sehe hier viele junge Leute, das ist ja zunehmender Minderheit. Ich gehöre ja auch schon zur Mehrheit, darf ich sagen. Und die Demografie wirkt natürlich unglaublich stark auf das Gesundheitswesen. Hier sind ein paar Zahlen genannt, 700 Millionen Menschen weltweit, die über 65 sind per 2019. Und bis 2050 soll sich die Zahl mehr als verdoppeln, als auf rund 1,5 Milliarden. Das ist erstmal schön, dass wir alle älter werden dürfen. Auf der anderen Seite ist die Herausforderung natürlich zweierlei. Erstens die Belastung in dem Healthcare-System, und ich glaube, das haben wir ab und zu mal die Erfahrung auch selbst, ist enorm, Pflegepersonal zu finden, medizinisches Personal zu finden, unglaublich schwierig heute schon, und das wird sich nochmal massiv verschärfen. Das andere ist natürlich die Frage der Finanzierung per CFO, also insofern geht es natürlich auch immer ums Geld, und das ist natürlich auch eine riesige Herausforderung, und das sehen wir hier, das mal illustrativ. Das ist im Grunde die Verschuldung in dem Beispiel von USA in Abhängigkeit von der Wirtschaftsleistung, also dem GDP. Und historisch ist es eigentlich so, dass es leider immer dann zu extremer Verschuldung kam, wenn es irgendwelche Kriege gab oder wirtschaftliche Abschwünge. Jetzt haben wir erstmal so einen Einschlag gesehen, nämlich Pandemic. Da wissen wir alle, was das ist. Und es hat auch eine enorme Wirkung auf die Finanzierbarkeit des Gesundheitswesens. Und diese Projektion, die Sie hier sehen, ist nicht illustrativ ausschließlich, sondern die nimmt quasi an, dass die Demografie und quasi das Geld, was diese Demografie auch kostet, einfach so weitergeht. Und Sie können es, glaube ich, unschwer sehen, das ist ein Riesenfinanzierungsproblem auch für die Staaten. Und das ist jetzt für die USA, das gilt im Grunde für alle entwickelten Nationen dieser Welt. So, die Taschen sind leer. Das ist ein Problem. Das heißt auf der anderen Seite, dass das Thema Effizienz unglaublich wichtig ist. Effizienz, das heißt, wie kann ich möglichst viele Menschen gut behandeln, weil die andere Alternative ist, dass wir sie schlechter behandeln, und das ist sicherlich keine gute. Und da spielt natürlich digital eine unglaublich wichtige Rolle. Und da sehen wir noch ein paar Beispiele, was auch wir tun. Natürlich machen viele Unternehmen aktuell etwas an der Seite, und das ist auch sehr wichtig. Weil ansonsten kommt es entweder zur Einschränkung quasi beim Standard of Care, das heißt also bei der Frage, wie qualitativ hochwertig ist im Grunde die Gesundheitsversorgung, oder es kommt zu einer enormen Verschuldung mit all den Konsequenzen. Das ist die Innensicht, das ist im Grunde der Blick auf Hartmann, das ist unsere Strategie, One-Pager, wenn man so möchte, in a nutshell. Wir haben auf der einen Seite Inpatient-Kunden, macht so ungefähr 60% unseres Geschäfts aus. Das sind Krankenhäuser, Seniorenwohnheime etc. Die sind besonders unter Druck, auch heute schon. Also da verdient eigentlich kaum jemand Geld, insbesondere bei den Krankenhäusern. Deswegen fokussieren wir auch stark darauf, dass wir digitale Lösungen für Krankenhäuser anbieten, die denen hilft, diese Kostenstruktur auch zu verbessern. Outpatient ist im Grunde Apotheken. Auch da spielt digital eine Rolle natürlich, und sei es nur durch einen Online-Shop. Und dann wollen wir natürlich Market Leader werden in allen unseren Geschäften. Und wie wir das wollen, steht im Grunde auch aufgeschrieben, nämlich durch Innovation.
durch eine verbesserte Kostenposition, aber eben auch durch neue digitale Geschäftsmodelle. Skippen wir mal. So, wir haben jetzt schon ein bisschen was gehört über Shape. Das ist ein wichtiger Bestandteil von unserer digitalen Agenda, aber wir haben auch noch darüber hinaus das digitale Geschäft, also die Frage, was offerieren wir quasi unseren Kunden? Und zum anderen haben wir natürlich auch eine Finance-Agenda und da finden Sie auch unglaublich viele digitale Themen. So, das ist eins der jetzt schon verfügbaren digitalen Lösungen, die wir anbieten, jetzt ganz frisch sozusagen. Dieses schöne Gerät mit allen Sensoren und optischen Kameras, die Sie da sehen können, ist ein sogenannter Wound-Scanner. Also Wunden meine ich jetzt nicht, wir haben uns irgendwo gekratzt, sondern wenn Sie sich vorstellen, Sie sind schon ein bisschen älter, Sie liegen den ganzen Tag, dann bilden sich da sehr unschöne Wunden. Das ist ein Beispiel. Also was für ein Problem versuchen wir mit der Lösung quasi zu adressieren? Im Grunde den Umstand, dass chronische Wunden massiv wachsen, in der puren Anzahl. Und auf der anderen Seite, wie vorhin schon erwähnt, die Menschen, die sich um diese Wunden kümmern, wachsen nicht im Ansatz in der Geschwindigkeit, wenn überhaupt. Das heißt die Healthcare Professionals. Und was dieser Wundscanner im Grunde leisten kann, ist, dass er, wie ein bisschen sieht es ja aus wie so ein Smartphone, dass sie das hinhalten können. Sie können ein Bild machen, das ist hooked up in der Cloud, da läuft ein Algorithmus, also Artificial Intelligence ist auch dabei. Und im Grunde ist es Mustererkennung. Das heißt, Sie können an dem Bild letzten Endes diese Wunde kategorisieren und über die Kategorisierung der Wunde auch die beste Behandlungsmethode anzeigen. Natürlich ist es immer noch den Healthcare Professionals überlassen, die Entscheidung zu treffen, wie sie das machen wollen. Aber das Gerät, wenn man so möchte, unterstützt dabei wesentlich. Also insofern verbessert es Care, weil es natürlich auch more reliable ist, also verlässlich ist und stabiler ist in der Einschätzung. Sie können Dinge natürlich auch dokumentieren, was in Healthcare immer sehr wichtig ist. Wäre irgendwie schade, wenn man da irgendwie verwechselt. Also Sie haben irgendwie die falsche Wunde und behandeln die falsche Wunde. Das kommt tatsächlich auch vor. Und letzten Endes sparen Sie natürlich damit auch Zeit und Geld. Molicare. Molicare ist jetzt erstmal auf den ersten Blick nicht so wahnsinnig digital. Also das ist halt eine Windel. Trotzdem geht es eigentlich immer um die Frage, nicht das Produkt selbst, sondern was tun wir denn da eigentlich und welches Problem hat denn der Kunde und was können wir da tun, um zu helfen. Wenn Sie sich vorstellen, Sie sind immer Seniorenwohnheim und Sie haben da 100 Residents, also 100 Menschen, die da drin sind und 25 von denen hätten Inkontinenz. Und Sie sind im Pflegepersonal. Dann müssen Sie sicherstellen, dass diese Windeln halt regelmäßig gewechselt sind, idealerweise dann, wenn sie voll sind. So einfach ist der Use Case. Die Schwierigkeit ist natürlich die, dass die keine Zeit haben. Das ist das eine. Das andere ist, dass natürlich die Menschen, die in diesem Seniorenwohnheim sind, die sind jetzt auch nicht die frischesten. Und wenn die da liegen und vor allem nachts, dann wachen die jedes Mal auf, wenn der Pfleger quasi oder die Pflegerin kommt und überprüft, inwieweit man eine Windel wechseln muss oder nicht. Also es ist auch sehr inconvenient. Und was wir da haben, ist im Grunde einen Sensor, den klippt man an die Windel hin und letzten Endes über eine App, wie Sie die da auch sehen können, kann man im Grunde einen Monitor und einen Alert einstellen, wo man dann letzten Endes nur dann da hingeht, wenn man letzten Endes auch hin muss, weil die Windel eben saturated ist. Es klingt trivial, ist es am Ende natürlich doch nicht. Und es eröffnet perspektivisch aber auch neue Möglichkeiten wie zum Beispiel Embedded Diagnostic. Also was wir da so aus dem Körper rauslassen, erzählt ja relativ viel über den Körper selbst. Das heißt, es geht so in die Richtung Personalized Medicine, was wir, glaube ich, hoffentlich alle nur erleben werden, dass wir im Grunde unsere Medikamente kriegen, die exakt auf unseren Körper zugeschnitten sind. Ein anderes Beispiel. Das überspringen wir jetzt aufgrund der Zeit so ein bisschen. Jetzt kommen wir natürlich mal ganz kurz zu Shape. Müssen wir unbedingt machen. Da sehen Sie Shape Hartmann Applications Process Ecosystem. In der näheren Betrachtung geht es am Ende aller Tage darum, dass wir auf S/4HANA dürfen oder müssen, wie viele andere Unternehmen auch. Und wir wollen das aber auch nutzen für eine Business-Transformation. Das heißt, wir wollen nicht das alte Zeug, was wir haben, im Grunde rüberschaufeln auf das S4. Im Übrigen haben wir SAP im Einsatz, ich glaube, seit 1974. Also der Herr Hopp war tatsächlich mal in Heidenheim und hat den Vertrag mit uns damals verhandelt und unterschrieben. Okay. Ich glaube, wir waren Kunde Nummer 6 oder irgend sowas. Ob uns das heute was bringt, weiß ich auch nicht.
Jedenfalls Shape, und das signalisiert dieses Bild auch ein bisschen, ist ein unglaublich breiter Blumenstrauß, und wir haben vorher erst darüber gesprochen, an Themen, die da auch gelöst werden sollen. Wir müssen mal gucken, was wir da alles schaffen. Und Sie sehen den jungen Mann da unten, der lacht immer noch, das ist gut, und er ist auch ziemlich fit, und das wird er auch sein müssen. Wie gehen wir das ganze Thema an? Wir gehen es im Grunde dadurch an, dass wir zunächst mal eine Explorationsphase uns vorgenommen haben, und diese Explorationsphase hat zunächst mal die Weichen gestellt. Da haben wir uns schon ein bisschen Zeit genommen. Also A, wollen wir überhaupt bei SAP bleiben? Das haben wir ausgearbeitet, haben festgestellt, das ist vielleicht doch ganz gut. B, wie gehen wir es denn an? Machen wir ein Big Bang? Machen wir irgendwelche Waves? C, was ist ein In-Scope? Was ist nicht im Scope? Etc. pp. Wo wir im Moment sind, ist im Grunde im Global Design. Das heißt, wir haben festgelegt, welche Themen geben wir an? Das sind über 50, also sehr viele. Und mit der Unterstützung, und ohne geht es auch nicht, von MHP arbeiten wir uns in diesem Jahr durch, um letzten Endes dann die Konzepte, die Grobkonzepte auf der fachlichen Seite abgeschlossen zu haben, sodass wir dann echt näher an die Technik gehen können und am letzten Endes hoffentlich zu Beginn 2025 dann auch live gehen können mit S4. Es ist unser sechster Anlauf, das heißt, wir waren schon mal, wir haben schon fünfmal probiert, das war vor meiner Zeit, deswegen kann ich es ja leicht sagen. Und letzten Endes, it's coming. Das ist auch das, was wir intern immer wieder verwenden, weil das natürlich wichtig ist, weil da geht ein bisschen Energie aus der Mannschaft. So, das waren schon die wesentlichen Botschaften. Da waren noch ein paar mehr drin, aber der Abend ist ja noch jung. Oder der Nachmittag. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Und für diejenigen, bis bald in Heidenheim. Herr Müller, vielen herzlichen Dank.